Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen weiteren DayZ Survival Hardcore Wochen. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder mal dabei, völlig bei Null anzufangen. Und diesmal erkläre ich euch auch nochmal, wie man denn ein Steinmesser baut. Ein paar haben nochmal nachgefragt, weil ich es vergessen habe zu zeigen. Das mache ich diesmal. Ihr braucht einfach nur diese große Schotterfläche hier vor euch. Die ist am Strand und auch innerorts sehr stark vertreten. Und könnt dann, wenn ihr auf den Boden guckt, übers Mausradmenü den Punkt auswählen, dass der nach Stein suchen soll. Wie man sieht, ist die Chance sehr hoch, auch einen zu finden. Den braucht ihr nur in die Hand nehmen und dann wieder über das Scrollradmenü auch an diesen Flächen den Punkt auswählen, dass der ein improvisiertes Messer bauen soll. Ich muss sagen, ich habe mir mal so einen kleinen Kopf gemacht und dadurch, dass mir das so einen riesen Spaß gemacht hat mit den Survival und das bei euch auch sehr gut ankommt, habe ich mir gedacht, ich mache das erstmal so weiter und quasi mache ich mir auch eigene Regeln. Ich mache mir das Spiel quasi schwerer, wie es ist, indem ich mir selbst Regeln aufstelle. Eine davon sieht, nehme ich mir auch einen Raincoat, wie passend, traumhaft, in Orange, na gut. Das heißt, ich darf jetzt nur einmal looten. Wenn ich mir einmal eine Jacke anziehe, einmal Schuhe, einmal Handschuhe, einmal eine Mütze, einmal eine Hose, was auch immer, darf ich die danach nicht mehr auswechseln. Es sei denn, ich erlege ein Tier. Wenn ich ein Tier erlege und dadurch dann einmal Leder oder einmal Fell mir quasi erworben habe, bekomme ich sozusagen pro Fell, Schrägstrich Leder, einmal die Lizenz, mir ein Kleidungsstück wieder erneut auszusuchen. Wenn ich zum Beispiel einen Hirsch und zwei Kühe töte, habe ich sozusagen drei Kleidungs- oder drei Leder- oder Fellstücke. Die brauche ich aber jetzt so nicht mitschleppen, weil die viel zu groß sind. Und diese drei Stück, das muss man sich natürlich merken oder aufschreiben, keine Ahnung, bedeutet halt für mich dann, dass ich dreimal Sachen looten darf. Jetzt allerdings erstmal die Grundausrüstung. Ja, Streichhölzer habe ich zwar immer noch nicht gefunden, was ich aber gemacht habe, ist eine Fischfalle. Denn es wurde ja mal gebeten, dass ich doch mal bitte fischen soll. Mache ich natürlich sehr gerne, allerdings nicht mit einer Fishing Road, weil dazu brauche ich einen Haken, den finde ich ewig nicht. Sondern einfach eine Plastiflasche, die braucht ihr nur leer besitzen und dann mit einem Messer zerschneiden. Darin dann einen Wurm reindrücken einfach. Und dann könnt ihr an der Küste, wie man sieht, die Falle planten. Ich muss sagen, also es wurde geschrieben in die Kommentare, dass es nur an dieser, am Meer geht sozusagen, nur an der Küste. Es geht leider nicht bei Bächen und Teichen. Wer Näheres weiß, kann es sehr gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt allerdings werde ich mich in erster Linie nur damit beschäftigen, dass ich es mal einfach gemacht habe und zwar direkt an der Küste. Ich habe mal zwei Stück platziert, mal gucken, wie lange das dauert. Ich werde zwischenzeitlich ein paar Äpfel und ein paar Beeren pflücken gehen und dann mal schauen, ob sich das überhaupt lohnt mit diesen, ich glaube Sardinen kommen raus, ne? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nur eins, ich bin schon mal durch ein Nest. So, ich habe jetzt ein bisschen gewartet. Und siehe da, 400 fucking Prozent Sardinen. Das ist ja ein Traum. Geil. Ist natürlich blöd, dass es, also wenn es wirklich stimmt, dass man das nur an der Küste machen kann. Ein bisschen ungünstig, weil ich will ja im Landesinneren überleben und nicht an der Küste. Ich bin übrigens ewig lang hier gerade an dieser Stelle, weil ich wie bekloppt jedes Haus abgesucht habe nach fucking Streichhölzern. Ich kriege keine Streichhölzer. So, also Streichhölzer finde ich einfach nicht. Ich hoffe, ich finde dann später bei den Häusern noch welche. Weil ohne Streichhölzer kommst du hier einfach nicht vor. Ho, 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 ho. Scheiße. Ich glaube, der ist... Hello? Friendly? German? Ah. Hast du Streichhölzer dabei? Irgendwelche? Ich glaube, er guckt nach. Das wäre der Hammer, wenn der uns jetzt supporten könnte. Das wäre natürlich ein Traum. Hat er was hingelegt? Nice. Trauma, vielen Dank, vielen Dank.
Das ist nett gemeint, aber ich würde gern fürs Video nur in der Natur überleben und mich davon ernähren. Da brauche ich das nicht. Da würde ich mich selbst bescheißen mit. Aber sehr nett. Alles klar. Hau rein. Ciao. Das ist natürlich mehr wie Glück. Ich finde keine Streichhölzer, da läuft mir ein friendly Typ über den Weg, der mir Streichhölzer gibt. Krass. Hammer. Das heißt, wir haben eigentlich einmal jetzt alles, um endgültig zu überleben. Wir können jetzt in die Wildnis ziehen und ich möchte mich mal ganz kurz für die ganzen Kommentare bei der... Also letzte Folge war es ja nicht sozusagen die letzte Survival-Folge. Das ist dann, glaube ich, die vor 2 oder 3 Folgen oder Tagen. Ich weiß nicht mehr genau. Und dass das erstmal so gut ankommt, ist schon mal krass. Und dann die ganzen Tipps dazu. Das mit dem Fireplace zum Beispiel, dass ich das oben auf den Namen quasi ziehen muss, damit ich die alle 5 Slots voll kriege. Oder dass ich beim Ashwood Tree nicht unbedingt eine Axt brauche, sondern mit dem Messer auch die Sticks abschneiden kann sozusagen. Also ich muss sagen, ich war echt begeistert. Da waren einige andere Sachen noch dabei und na gut, vieles war natürlich doppelt und dreifach. Wurde dann kommentiert, ist aber gar kein Problem. Um nochmal ganz kurz zu meinen Regeln zurückzukommen. Also wie gesagt, ich will das wirklich so machen mit den Klamotten, dass ich die einmal looten darf. Und wenn ich halt, wie gesagt, Fälle oder sowas habe, dann habe ich die Lizenz, mehr Teile zu looten. Ich will mich allerdings kleidungstechnisch jetzt nicht unbedingt upgraden, sondern ich hätte halt gern, wie das letzte Mal, diesen bräunlichen Fledder-Look. Fledder-Look. Darauf hätte ich natürlich Bock. Und den dürfte ich mir jetzt einfach so nicht austauschen. Genauso wie, ja halt, wenn ich jetzt eine geilere Mütze oder so hätte, dürfte ich nicht. So, zumindest nach meinen eigenen Regeln. Ihr müsst natürlich für euch das entscheiden, je nachdem, wie ihr das spielen möchtet. Ich habe bei der Folge auch gesehen, dass ein paar Leute runtergeschrieben haben, dass die nach 1-2 Stunden elendig verreckt sind einfach und nicht klarkamen, was auch immer. Ihr müsst natürlich die Regeln eurem Spielstil und eurer Erfahrung irgendwo ein bisschen danach richten. Also, ihr könnt das auch so machen, dass ihr meinetwegen 3 Dosen Startkapital habt, dass ihr... Ich hab keine Ahnung, dass ihr mit Spielern handeln dürft, so wie ich gerade. Ne? Das ist, glaube ich, okay, das ist ganz legitim. Bevor ich jetzt hier ewig suche nach Streichhölzern, ist das, glaube ich, mehr als in Ordnung. Hier war übrigens die Stelle, wo ich in der Experimental-Version einen Hirsch gesehen habe. Allerdings sind wir jetzt auf der Stable und hier ist wahrscheinlich kein Hirsch. Das ist so ziemlich das erste Tier, was wir brauchen. Ne, wir bräuchten erstmal ein normales Tier. Damit wir aus den Eingeweiden dann erstmal einen Bogen machen können. Und damit auf Hirschjagd gehen. Da hat auch jemand runtergeschrieben, dass man mit Äxten genauso nach Hirschen jagen kann. Aber das ist tricky, da habe ich keinen Bock drauf. Ich finde das so schon ganz in Ordnung, glaube ich. Ich orientiere mich übrigens kartentechnisch ein bisschen, dass ich nicht in so viele Orte reinlaufe. Und damit ich an Seen vorbeikomme. Also das müsst ihr, wie gesagt, für euch entscheiden, ob ihr eine Karte nutzt, ob ihr die nicht nutzt. Ob ihr an Essen und Trinken gewisses Startkapital habt. Oder halt Startzeugs. Ihr könnt euch auch sagen, du darfst jetzt meinetwegen am Anfang halt einen Rucksack looten, dass du das mitnehmen darfst. Musst du für dich entscheiden. Wenn du merkst, nach deinem Spielstil ist es doch irgendwie ein bisschen zu easy, machst es beim nächsten Mal einfach schwerer. So wie bei mir jetzt persönlich, mit diesen Klamotten zum Beispiel. Ich würde das auch zum Beispiel so gern machen, dass ich eine Axt jetzt so gar nicht mehr looten durfte, genauso wie eine Schaufel, eine Pickaxe, was auch immer, sondern dass ich dazu beispielsweise, keine Ahnung, 2 Stöcker, ein Seil bräuchte, beziehungsweise die Eingeweide, die ja das Seil simulieren, und 4 oder 5 Steine, dass ich diese quasi die Items einmal in meinem Inventar haben darf, oder muss, die dann droppe, einfach, die darf ich auch nicht verwenden für anderes Zeug, die muss ich droppen und liegen lassen und damit dann die Lizenz hätte, einmal halt eine Schaufel oder eine Axt oder je nachdem. Man muss sich halt wirklich, ja, das sich selbst ein bisschen zurechtbiegen und man braucht, glaube ich, ein bisschen Kreativität und Fantasie, damit man sich das Spiel ein bisschen interessanter macht, wie es halt so jetzt noch nicht ist, denn die Spielinhalte fehlen nun mal, das muss man jetzt mal so zugeben. Die Fehlnummer an der 052, ich kann mir halt keine Axt bauen, ich kann mir keine Schaufel bauen, geht nicht. Also warum dann nicht so, meine Güte, sage ich mir halt 4 Steine, 2 Stöcker, einmal Dings. Und daraus dann halt kann ich mein Zeug bauen, das wäre natürlich optimal, ich bin healthy, traumhaft. Das Wetter auch wieder wunderbar, ich bin begeistert. Ich mache kurz einen Cut rein, würde ich sagen, und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich irgendwo auf Tiere stoße. Wäre natürlich geil. Na los, komm her. Komm her. Komm her.
Alter, ist das schnell? Alter, ist das schnell. What the fuck? Also wir brauchen in erster Linie nicht mal unbedingt das Fleisch, ne? Sondern die Eingeweide nach wie vor, um halt unseren Bogen zu bauen. Hier vorne ist auch direkt gleich ein Ashwood Tree, wie passend. Da können wir das Schwein mit dem Baum kombinieren. Hört sich irgendwie komisch an, hilft uns aber tatsächlich weiter. Komm her. Nein, verdammt. Ach nein. Okay, jetzt muss ich nur irgendwie rankommen. Jetzt ist der natürlich hier ganz blöd. Klettern. Jetzt ist er natürlich hier ganz blöd hinten durchgeglitscht. Ist der jetzt nach... Ich glaube, der ist nach rechts weiter weg, ne? Nach da hinten irgendwo. Da ist er. Das ist der doch, oder? Rennt hier noch ein anderes Schwein? Nee. Jetzt trickst du mal aus, warte. Komm her. Nein, bergauf. Hat aber gereicht, Gott sei Dank. Okay. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich mich verschluckt. Jetzt können wir das Schwein auseinandernehmen, glücklicherweise. Ich habe festgestellt übrigens, dass ich neuerdings beim Häuten oder beim Auseinandernehmen der Tiere grundsätzlich zwei Versuche brauche. Beim ersten Mal klappt es nicht. Ich kann das jetzt nochmal testen. Aber ich wette mit dir, das schließt das nicht ab und ich muss canceln. Ja, natürlich nicht. Ich dachte, das wäre jetzt hier so vielleicht... Also ich hatte das bei der vorherigen Aufnahme sozusagen, bei der, ne, wo wir das schon mal gemacht haben, da hatte ich das ganz oft irgendwie, ich weiß nicht. So, jetzt müssen wir bloß noch irgendwie richtig managen. Wir brauchen jetzt, wie gesagt, den Ashwood Tree. Wo war denn der jetzt noch gleich? Wie gesagt, nochmal an jeden, der sich jetzt nicht auskennt, merkt euch diesen Baum. Der Ashwood Tree, nur daraus könnt ihr eure Bögen und eure Fishing Road machen, also eure Angel. Geht nicht mit anderen Sticks. Da habe ich auch mitbekommen, dass viele Probleme haben und normale Sticks nutzen wollen. Geht so natürlich nicht, aber auch das schöne große Teil hier. Das Ding braucht ihr und das braucht ihr dann nur mit den Eingeweiden sozusagen kombinieren. Ich finde es immer noch blöd, dass übrigens die Eingeweide, ich hoffe, das ändert sich, dass die immer noch nicht miteinander kombinierbar sind wie ein komplettes Seil. Also, dass man nicht andere Rucksäcke auch machen kann, sondern nur diesen Hirschrucksack, stört mich persönlich noch ein bisschen. Ich wollte übrigens schon ein paar experimentelle Aufnahmen machen. Ich wollte so gerne mal euch zeigen, wie man den Ofen baut und so. Nur seit, ich glaube, seit 2 oder 3 Tagen sind komplett alle Server nicht verfügbar. Beziehungsweise, die sind schon verfügbar, die experimentellen, sind aber alle leer und wenn man connecten möchte, steht auch nur Wart auf Host da. Ist echt sehr ärgerlich. So, das Schweinezeug. Wir haben jetzt sozusagen, ne, wir können nichts draus machen. Auch nicht mit Sticks und sowas. Ich kann es gerne nochmal probieren. Man kann übrigens auch hier auf dem Boden nach ganz normalen Stöckern suchen. Also sobald man den ersten Kill hat, sobald man das erste Tier hat, braucht man die Axt eigentlich nicht mehr. Ich wüsste sonst nicht, wenn ich jetzt die Axt von vornherein nicht mitnehmen würde, wie ich das erste Tier erlegen soll. Ich wüsste nicht wie. Mit Fäusten ist, glaube ich, ein bisschen arg umständlich. Aber eigentlich brauche ich die ja dann nicht mehr. Ich kann ja, wie gesagt, nach Stöckern suchen. Dauert mir jetzt bloß gerade zu lang. Aber vom Prinzip her würde das ja gehen. So, jetzt probiere ich das. Also ich will das nochmal probieren, ne? Vor laufender Kamera, dass man mit den Sticks, sowohl mit den Sticks als auch mit dem Messer aus diesem Fell keinen Rucksack bekommt. Auch nicht aus anderen Fällen. Aus Kuhleder nicht, aus nichts. Es geht nicht. Wo ist es da? Funktioniert nicht. Sehr schade. Finde ich schade. Aber gut, müssen wir uns halt einen Hirsch suchen. Die sind ja auch jetzt nicht so selten unbedingt. Das geht ja noch. Beziehungsweise weiß man ja ungefähr, wo man suchen soll. Wie gesagt, das habe ich auch schon kommentiert unter mein eigenes Video sozusagen. Ich sag's nochmal kurz. Die Strecke zwischen Dolina und Polana, diese Feldwegstrecke dazwischen, ist ideal, um am Anfang ein bisschen klar zu kommen. Das ist jetzt gerade Dolina, wo wir uns befinden. Das ist Quatsch, wir sind noch gar nicht Dolina, Entschuldigung. Da kommen wir erst viel später hin. Ich bin aber auf dem Weg dahin Richtung Dolina, weil das ist so die einfachste Strecke sozusagen, um so ein bisschen zu überleben. Ich werde in Zukunft natürlich andere Routen mir mal angucken. Nur für eine Aufnahme, ich muss auch ein bisschen auf die Zeit achten. Ich kann jetzt hier nicht 2 Stunden nach einem Tier suchen. Oder sowas. Da bin ich mir halt sicher, dass es da welche gibt. Also Hirsche und so. Erstmal jetzt allerdings machen wir uns ein paar Federn. Oh, wir sind ganz nah dran. Ganz, 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 ganz nah. Unser Rucksack läuft da vorne.
Ich weiß jetzt gar nicht aus dem FF, wie viele Pfeile ich gemacht. Oh, ich bin so inkompetent. Ja, bing, super. Scheiße. Also ich muss sagen, mit Pfeil und Bogen ist echt nicht so leicht, wie man vielleicht denkt. Das Ding verzieht. Scheiße. Ich muss auch sparsam damit umgehen. Vor allem das verzieht. Das zieht nach links, das zieht nach rechts. Jetzt. Ich hasse dich! Oh. Ich gehe zu Meckes. Leck mich doch. Kann man die Pfeile eigentlich wieder aufheben? Also eigentlich schon, ne? Nur, die finde ich hier nicht mehr, glaube ich. Ich sollte mich lieber darauf konzentrieren, dass ich... Da ist er. Dass ich die nicht aus den Augen verliere hier. Also ich muss sagen, mit Pfeil und Bogen habe ich das Gefühl, ich muss einen Meter dahinter stehen und dann richtig volle Sau draufhalten, damit was geht. So, bis nochmal. Ja! Oh! Alter! Das ist echt nicht leicht, wirklich. Ohne Mist. Manchmal schießt man, berechnet schon diesen Bullet Drop sozusagen, dass das nach unten fällt, die Schwerkraft. Und... Trotzdem, dann zieht der Pfeil volle Sau nach links oder nach rechts weg. Das ist echt... So easy ist es nicht, wie man vielleicht denkt. Aber ist egal. Wir haben das geschafft. Wir haben unseren Rucksack. Den ich persönlich optisch immer wieder geil finde. Genauso wie das Tier. Jetzt habe ich das schon wieder, ne? Mit dem, dass der die Aktion nicht abschließt. Dass ich die Aktion canceln muss. Oh, jetzt aus Versehen leiche Verstecken drücken. Dann habe ich einen Hauptgewinn. So, cancel. Und dann muss ich, das nochmal machen. Dann sollte es in der Regel funktionieren. Ich muss echt sagen, der sieht... Oh, das sieht echt geil aus, das Tier. Ich mag das. Echt hübsch. Ob man später aus diesen... Aus dem Geweih... Wie heißt denn das? Geweih, ne? Geweih? Ich glaube schon. Ob man daraus später was machen kann? Da. Ach Quatsch, nicht blöd. Ich brauche ein Messer. Soll ich das gerade mit dem Eingeweihten machen? Yeah. Hammergeil. Da haben wir unser Backpack. Ich bin begeistert. Sehr schön. Wir können das ganze Fleisch einpacken und wir können die Eingeweide jetzt wieder schön als Taschenwärmer nutzen. Idealerweise. Da hat uns in der letzten Folge der Luis, der war ja in der Aufnahme mit dabei, also ein Zuschauer, der war ja mal zu Gast dabei, der hat uns ja aufgeklärt, dass man das ja nicht braten kann. Ich habe die ganze Zeit gedacht, man kann die Eingeweide braten und dann tatsächlich essen. Aber die kann man wohl nur aufwärmen. Und jetzt können wir uns eigentlich aufmachen zu einem ruhigen Plätzchen, wo wir uns ein schönes Feuerchen machen und dann mal die das Fleisch und die Sardinen braten. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Beziehungsweise, ja. Ich habe immer Angst, also ich muss ja zugeben, ich habe immer Angst vor so einem... Also was mich hier ein bisschen aus der Bahn werfen kann, ist halt ein Server-Restart. Und ein Server-Restart ist in diesem Spielstil deutlich gefährlicher und tödlicher als für jeden anderen, der einfach spielt. Weil wenn man all sein Hab und Gut in das Lagerfeuer steckt... ewig wartet und dann vielleicht einen ordentlichen Hungerstatus hat schon, ne, dass er schon am Rummollen ist und dann der Server restartet, eieiei, dann ist das Essen und das Fireplace-Kit weg. Dann hast du ein Problem. Ist egal, wir laufen erstmal los. Ich mache in der Zeit Inventarmanagement. Wir sehen uns gleich in einem romantischen Waldstück wieder. Bis gleich. So, ich habe eine ganz hübsche Ecke gefunden. Ich suche mal ganz kurz nach Stöckern hier auf dem Boden und ich würde mich dann mal kurzfristig dazu entschließen, eigentlich die Axt zu entfernen. Die brauchen wir so nicht mehr. Wie am Anfang schon erwähnt, brauchen wir die eigentlich nur, um das erste Tier zu erlegen. Könnten wir aber eigentlich wahrscheinlich auch mit einer Schaufel machen. Dauert nur länger. Ich weiß es nicht. Aber vom Prinzip her brauchen wir die Axt so nicht mehr. Ich mach's mal. So. Machen wir einfach mal weg. Wir bräuchten noch ein paar Stöcker, um, wie gesagt, das Fireplace-Kit natürlich zu bauen. Und ich würde gern ein Splint machen. Also diese Armschiene, die provisorische... Was wir noch brauchen, sind Racks. Racks oder Bandagen habe ich alles nicht mehr. Ich gehe ganz kurz mal in die Nachbarortschaft rein. Vielleicht finde ich ja da noch eine schöne Klamotte, weil wir dürfen ja noch einmal... Oder wir dürfen ja wieder einmal unsere Sachen austauschen. Oder ein Kleidungsstück. Wir haben ja immerhin das Hirsch... Ach, ein Schwein auch! Wir haben ja Schwein und Hirsch. Wir dürfen zwei Sachen auswählen. Also austauschen quasi, wenn wir was Geileres finden. Cool. Stimmt. So, da bin ich wieder zurück. Also, ein paar Sachen habe ich gefunden. Ich habe auch tatsächlich zwei Klamottenstücke ausgesucht, beziehungsweise ausgetauscht. Und ich will erwähnen, bevor sich der ein oder andere aufregt, ich will mich, wie gesagt, mit den Klamotten nicht upgraden. Ich will einfach nur, dass es, ja, Survival-mäßig mehr passt. Mich kotzt der orangene Raincoat noch ein bisschen an. Ich hätte gern so ein zerfleddertes, ja, Teil. Oder wenn überhaupt Raincoat, dann bitte doch in grün. Dazu müssten wir allerdings erst wieder ein Tier erledigen, denn ich habe alle zwei... Ich sage mal in Anführungszeichen, Gutscheine sozusagen verbraucht.
Könnt ihr sehr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob das vielleicht ein bisschen zu, ja, zu blöd ist vielleicht. Vielleicht ist es auch zu umständlich. Aber an und für sich, glaube ich, ist es eine ganz coole Sache. Ich mache auf jeden Fall erstmal kurz das Essen weiter und mein Handy klingelt. Bis gleich. Nein! Nein! Ganz schlecht, ganz schlecht. Scheiße. So, da bin ich wieder zurück. Der Server ist restartet, so mit Fireplace Kit, Essen, alles weg. Das heißt, wir müssen uns ganz schnell nochmal eine Kuh besorgen. Ist natürlich jetzt blöd. Jetzt stehe ich ein bisschen unter Druck, weil mein Typ ist ein bisschen hungry. Ist zwar erst im gelben Bereich, aber... Warte, muss mich konzentrieren. Der war doch da. War der echt daneben jetzt? Krass. Sah mir nicht so aus. So, Alter, Gott sei Dank. Ist zwar erst gelb, aber wie gesagt, das ist was ganz anderes, wenn man so spielt, denn... Alleine schon, wenn ich jetzt mehr verschossen hätte und meine Pfeile wären weg, ich müsste erneut Stöcker suchen, erneut Federn suchen, alles schärfen, kombinieren, wieder hierher rennen, das machen, auseinandernehmen, Feuer machen, warten, bis es gebraten ist. Die ganze Zeit muss man natürlich mit einberechnen und wenn man dann im gelben Hungerstatus ist und nichts in der Hand hat, ist es wie, als würde man normal Desert spielen und wahrscheinlich schon rot ist. Weil man muss sehr viel Zeit noch mit hinten ranhängen oder einplanen, einberechnen. Und ich feiere das übrigens gerade übelst mit dem Regen und ich musste schon wieder Aktion canceln. Ist natürlich geil, jetzt kriege ich in einer Folge zwei Wetterelemente rein. Also einmal die Sonne und einmal das Regenzeugs. Ist natürlich richtig cool. Was wir jetzt haben, ist jede Menge Fleisch. Und ich würde sagen, ich suche uns nochmal eine neue hübsche Ecke. Diesmal woanders, ich renne nicht nochmal dahin zurück. Einfach mal woanders und ich hoffe, das klappt jetzt alles. Ich brauche echt langsam das Fleisch hier. Wird langsam eng. Habe ich keinen Bock drauf. Bis gleich. So Leute, ich würde da mal sagen, ich habe einen ja, ganz hübschen Unterschlupf für die kommende Nacht gefunden. Ich muss sagen, die Ruine, die sieht schon ziemlich geil aus. Und danke nochmal an der Stelle für die zahlreichen Tipps aus der letzten Survival-Folge, dass ich ja gar keinen Dünger brauche für das Feld und dass der Regen auch das Übrige erledigt. Ich würde an der Stelle auch vielmals oder sehr gerne die Folge beenden. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Survival-Folge. Ich hoffe dir auch. Du kannst sehr gerne runterschreiben, wie es dir gefallen hat. Natürlich kannst du einen Daumen da lassen, wenn es dir gefallen hat. Und mich würde sehr stark mal interessieren, ob ich das, wie ich am Anfang angesprochen habe, vielleicht intensiver umsetzen soll mit diesen zum Beispiel 4 Steine, ein Seil, ein Stock. Daraus muss ich mir dann die Schippe bauen, mehr oder weniger. Musst du mir sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.